Sagen Sie, heute Abend nicht gelangt hat für GC? Oh, das ist eine schwierige Frage. Es hat sehr gut angefangen. Wir haben in den ersten Minuten gut Druck gemacht, die Goals sind reingefallen. Kommen sie Postwände wieder rüber und haben dann ein bisschen Mühe gehabt, unser Spiel durchzuziehen. Sie haben es super gemacht und ja, sicher verdient gewonnen am Schluss. Trotzdem haben wir wirklich einen Spitzenkampf gesehen, par excellence, 9-8, so viel Goal. Schon mal einen Spitzenkampf erlebt oder so? Ja, hat es auch schon gegeben. Ist eher selten. Aber ich denke, wenn beide Teams mit dieser Qualität die Chance ausnutzen, kann es das halt geben. Obwohl zwei sehr gute Goalie auf beiden Seiten im Goal gewesen sind. Und ja, das gibt es. Zeugt von Qualität. Was nehmt ihr jetzt mit als GC heute Abend hier aus Köln, außer diesem Punkt? Ja, ich denke, es ist ein bisschen alles. Wir waren am Anfang wirklich bereit gewesen, das war sehr gut. Wir haben dann durch einen 3-Tore Rückstand auch wieder wettmachen können. Das ist auch sehr wichtig. Das ist uns auch nicht immer gelungen in letzter Zeit. Es hat sehr viele Sachen, die wir mitnehmen können. Und es ist einfach halt schade, dass wir den extra Punkt nicht holen. Also, der gute Heyreise und viel Glück für die weiteren Spielmesse. Vielmal, schönen Abend. Ja, bei mir jetzt der Andi Hess. Es hat leider keinen Platz mehr für uns zwei dort oben. Darum sind wir zwei hier. Offensivspektakel haben wir gesehen. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich habe das Gefühl, jetzt am Schluss sicher ein verdienter Sieg für Köniz. Ich denke, GC hat aber jetzt am Schluss doch noch mega Effizienz an den Tag legen und hat das Spiel noch spannender mega machen. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn es nach dem zweiten, dritten Platz eher denkt, die könnte ich da mehr untergehen. Jetzt, du selber als Assistenztrainer von U21, morgen in Malanz. Ja, bei mir ist der Florian Kuchen. 9-8 Spitzenkampf, par excellence, habe ich vorhin schon ein Rüger gesagt. Was war heute Abend der Schlüssel, dass es am Schluss gelangt hat? Ja, ich würde sagen, wenn wir ein bisschen konsequenter wären im letzten Drittel, dann hätten wir schon den Sack zutun. Aber ja, ich würde sagen, am Schluss war es eine Leistung von Manu, der das Spiel entschieden hat, die Verlängerung. Ja. Jetzt, es hat alle gebraucht heute Abend bei diesem Spitzenkampf. Es war ein höchstes Niveau gewesen. Wie hast du es auf dem Spielfeld gesehen? Ja, es war so, wie wir es erwartet haben. Beide Teams wollen offensiv spielen, wegen dem hat es so viel Goal gegeben. Ich habe vielleicht gedacht, vor dem Spiel, es wird noch etwas intensiver, noch etwas mehr Körperspiel, ein bisschen mehr wie ein Playoff-Spiel. Das war ein bisschen zu wenig heute. Aber es war gleich ein gutes Spiel gewesen. Viel schöne Goal. Ein Wort noch zur Kulisse heute Abend. So viele Leute hier, nicht über 1000. Ja, ist super. Wegen dem können wir so gerne hierher. Ist perfekt, kann so weitergehen im neuen Jahr. Jetzt aber zuerst, bevor das neue Jahr kommt, ist morgen noch ein Auswärtsspiel. Was nehmt ihr von heute Abend mit, außer die Goal, die man macht? Ja, wir nehmen sicher mit, dass wir, wenn wir unsere Leistung bringen, dass wir jedes Spiel können gewinnen können. Dass wir eine gute Breite haben im Team, oder? Das hat man heute auch wieder gesehen. Erste Linie heute, wir haben Minusbilanz, dritte Linie. Schießt viel Goal dafür. Das ist super, das können wir mitnehmen. Ja. Also, dann merci vielmals und viel Glück für morgen. Merci. Ja, Manu Maurer, Gratulation zum Sieg. Der Kuchen hat vorhin gesagt, am Schluss hat es eine Einzelleistung von Manu gebraucht. Aber es hat das ganze Team gebraucht. Ja, natürlich. Wir waren schon am Anfang hinten drin und das kann nicht einer leiden, das 3-0 wiederkehren. Wir sind schlecht gestartet, haben uns super gesteigert. Bis Mitte vom 2. und 3. haben wir noch kurz gezeigt, dass wir hierher im Haus sind. Dann hat es einen Einbuß gegeben, einen Einbruch gegeben. Aber jetzt alles in allem, ich glaube, die Punktenverteilung ist fair. Jetzt Keypoints heute Abend, wo finden wir die? Ja, mentale Stärke bei uns, dass wir uns nicht abdrücken vom frühen Rückstand. Wir sind kämpferisch stark gewesen. Und wir haben über die Breite vom Kader über alle Linien Goal gemacht. Jetzt heute Abend Kulisse wieder, extrem schönes Bild gewesen. Wie hast du es auf dem Feld gesehen? Das ist natürlich das Schönste hier in dieser Halle, wenn auch die Leute kommen. Es macht echt nochmal Spass. Du kannst auf der Bank einfach klatschen, die Leute helfen mit, dann hast du eine riesen Stimmung, das ist toll. Jetzt morgen geht es in Hexenkessel auf Thun, Parkettboden. Was nehmt ihr mit von heute und wie geht ihr morgen in das Spiel?
Sicher die Leidenschaft, der Kampfgeist. Es wird hart, die Unterlage ist ihr Vorteil, aber wir werden dort auch zeigen, dass wir ein super Team sind über die ganze Breite und da haben sie keine Chance. Also, viel Glück morgen und schöne Festtage, merci. Merci gleichfalls.